Wenn Streetwear-Kids von weitem aussehen wie gigantische Insekten oder Hypies dein Brillenglas auf dem Oberarm tragen, ist alles klar. Du bist auf einer Comic-Con für Steampunk gelandet. Oder die tragen einfach Pieces von CP Company. Das ist die Marke von Massimo Osti, Lieblingsdesigner deiner Lieblingsdesigner und Godfather of Urban Sportwear. Jacke von CP, Trikot von Drogba. CP Company hält mich bedeckt. Ich hab meine Augen überall, CP Company. Aber ey, woher kommen eigentlich diese sogenannten Goggles? Und was hat das mit Oldtimer-Rennen, aufblasbaren Möbeln, Atemschutzmasken und Stormzy zu tun? Die Geschichte von CP Company beginnt in Bologna. Da kommt nicht nur Bolognese her, sondern auch der aufstrebende Grafikdesigner Massimo Osti. Ende der 60er fängt er an, T-Shirts mit seinen Motiven zu bedrucken. Dafür nutzt er vierfarbigen Siebdruck. Eigentlich für Papier gedacht, nicht für Stoff. Massimo, die Italiener, ihr seid die Motherfuckers, man. Krasser Pionier auf jeden Fall, ja. Zu der Zeit war das in Italien komplett neu, aber kam gut an. Mit seiner ersten Kollektion für die Marke Anagobbo verkaufte Osti 30.000 Shirts. Aus den Shirts wird eine eigene Marke, Chester Perry. Das Logo sieht bisschen maritim aus. Osti ist nämlich Segelfan. Ihr wisst das schon aus unserer Stone Island-Folge. Damit ist er in Italien nicht der Einzige. Das Logo muss dann auch für allerlei Kram herhalten, den Massimo Osti bedruckt und dann an Geschäftspartner verschenkt. Cleverer Promo-Move. Krassen liebt mich, weil ich verteile Geschenke. Obwohl er Pazifist ist, zieht Osti viel Inspiration aus dem Militär. Das habt ihr bei der Stony-Folge ja auch gesagt, dass so viel mit alten Segelsachen und sowas gemacht wurde. So. Sieht doch irgendwie feier aus, ne? Aber kein Shoutout an Militär auf jeden Fall an der Stelle. Ah, jetzt check ich das, Alter. Daher kommt ja diese okay. Die aktuellen Kollektionen, die sind schon sehr weit weg vom Ursprung. So. Der Designer sammelt Militär-, Arbeits- und Sportbekleidung. Also alles, was lange halten und funktionieren muss. Daraus entsteht ein riesiges Archiv. 35.000 Kleidungsstücke und Stoffmuster. Sogar Taucher- und Raumanzüge sind dabei. Richtiger Nerd. Richtig humaner Style irgendwie gerade noch so. Von den Stoffen, finde ich, sieht man schon auf jeden Fall. Das gibt mir so Doctor Who-Vibes. Das erinnert schon ein bisschen alles an so diese Goggles und alles, was so CP Company macht. Der hat Kunst gemacht. Ohne Spaß. Der Designprozess läuft dann so. Osti geht in seine Sammlung, holt sich alte Funktionskleidung, knallt verschiedene Stücke auf den Kopierer und legt dann Ausschnitte übereinander. Also diese Tasche, aber an der Jacke mit diesem Stoff. Ja, Mutterficker. Ich meine, krass, was der gemacht hat. Erkennt man auf jeden Fall die letzte Kollektion direkt. Es ist ein bisschen wie so eine Collage erstellen. Sieht natürlich auf den ersten Moment sehr random aus, aber ich kann mir vorstellen, wenn der das so zusammengeflickt hat, sah es übertrieben krass aus. Respekt. Wieder mal an die Italiener. Seine Liebe für das Gerät geht sogar so weit, dass Osti sich als erster Italiener überhaupt einen Farbkopierer kauft. 15 Meter lang, Anlieferung per LKW. Er wusste zu investieren auf jeden Fall. Wahrscheinlich ist er dann darauf auch gekommen, dass verschiedene Farben was anderes ergeben. Wahrscheinlich hatte auch kein anderer einen, weil einfach keiner auf die Idee überhaupt gekommen ist, irgendwas in diese Richtung damit zu machen, außer Blätter ausdrucken. Osti pusht vielleicht keine Einfamilienhäuser durch die Stadt. Aber der Kopierer kostet so viel wie eine kleine Wohnung. Also unbezahlbar eigentlich zu der Zeit. Hat auf jeden Fall anscheinend die Big Steps direkt am Anfang gemacht, ja. Wie wir rappen, unsere Kunst machen, hat der Typ auf jeden Fall auch Kunst gemacht. Auch in der Produktion zeigt Osti direkt Kreativität. Anstatt Stoffe in verschiedenen Farben zu kaufen, denkt er sich, warum nicht einfach selber machen. Für Chester Perry lässt Osti ein eigenes Labor bauen und stellt als erstes einen Chemiker ein. Krasser, ungewöhnlicher Move für eine Modemarke. Die beiden entwickeln eine Technik, die zum Markenzeichen von Chester Perry wird. Garment Dyeing, auf Deutsch Stückfärbung. Normalerweise näht man ein Kleidungsstück aus schon vorher gefärbten Stoffteilen zusammen. Bei Osti ist es genau andersrum. Er näht zuerst die unterschiedlichen Stoffe zusammen und färbt das fertige Piece erst ganz am Ende. Dadurch soll es eine intensivere Farbe haben. Klingt erstmal ganz simpel, ist aber gar nicht so easy. Die ganzen Stoffe reagieren nämlich komplett unterschiedlich auf die Färbungen. Manche schrumpfen, andere werden knallig, andere nehmen die Farbe weniger auf. Der schlauste Move bis jetzt von allem, was er gemacht hat. Da kriegt er halt noch mehr so seinen Effekt raus, dass es einfach so zusammengewürfelt aussieht. Ich glaube, hier sind so verschiedene Federarten drin. Und deswegen hast du so manchmal dunkle und manchmal helle Stellen. Und das ist der Grund, warum dann die Jacke so verschiedene Stellen hat, die dann ganz anders aussehen. Und genau das macht am Ende den speziellen Look von Chester Perry aus. Massimo Osti war vielleicht der Erste, aber safe nicht der Letzte. Viele Brands verwenden die Technik bis heute für ihre Used Looks. Man nennt Osti halt nicht umsonst auch ihr Pioniere. Pay off my mom und copy-paste, was ihr macht. Safe fragt ihr euch schon die ganze Zeit, warum wir hier von Chester Perry reden und nicht von CP Company. Das kommt so. Noch bevor der Hype richtig losgeht, tun sich die britischen Marken Chester Perry und Fred Perry zusammen, um Osti zu verklagen. Sein Markenname sei offensichtlich von ihnen geklaut. Nochmal unnötig, Bruder. Zwei normale Wörter und die sagen so, ja, das ist von uns. Die Klamotten, die er macht, hat er auch so gesampelt und kopiert mäßig. Kann sein, dass er die Namen, dass er seine Idee dann auch dann war. Ich nehme zwei Namen, das ist was Großes und dann kann es klappen. Aber dann kommen die mit Anwalt und dann ist es, machst du Geld, gib mal her. Geht schnell anscheinend, ja. Chester Perry kommt eigentlich aus seinem britischen Comic. Da arbeitet der Main-Charakter in einem riesigen Büro, träumt aber von ganz anderen Dingen. Vielleicht hat Osti sich irgendwie damit identifiziert. Süß.
Er hat so wirklich seine Vorbilder genommen. Der nimmt von überall, nimmt er etwas und macht was daraus. Dann hat er doch nicht kopiert. Sorry, mein Fehler. Massimo, es tut mir leid, fratello. Ja, klingt auf jeden Fall deutlich logischer dann so. Den Namen muss der trotzdem ändern. Aus Chester Perry wird 1978 CP. Und mit dem Zusatz Company hört sich das Ganze nochmal anders official an. Ein Jahr später kommt der Durchbruch. Massimo Osti nimmt die klassische Downjacke der Bergsteiger zum Vorbild, tauscht paar Stoffe aus und macht die Jacke Street. Die Deerskin Down Jacket wird so beliebt, dass der Lagerplatz ausgeht und die eine aufblasbare Kuppel mitten in die italienische Landschaft zimmern, um die Teile zu lagern. Fresher. Einfach diese Springfield-Glocke gemacht. Es gab Künstler, die sind ohne Socken gelaufen. Van Gogh hat sein Ohr abgeschnitten und der Typ macht einfach aus unmöglichen Sachen Kunst. Gehst du spazieren, auf einmal liegen da so übertrieben viele Jacken unter so einem Ballon, Alter. Ciao. Wir brauchen eine Monster-Goggle. 1982 droppt CP dann noch die ikonische Dutch Police Jacket und zementiert seinen Status. Gleichzeitig entwickelt Osti einen Stoff, der nach dem Kauf weiter ausbleicht. Also mit voller Absicht den Used Look. Aber die Leute wollen natürlich, dass ihre Sachen so bleiben, wie sie im Laden aussehen. Es hagelt Beschwerden von der Kundschaft. Also gründet Osti einfach eine neue Marke. Stone Island. Wenn euch die Story interessiert, guckt unsere Folge dazu. Also ich kenne die Marke von dieser Kapuze mit Brille dran. CP Company ist eigentlich dafür bekannt. Also wenn man diese Goggles sieht, dann kann man natürlich direkt das mit CP Company assoziieren und sonst mit keiner Marke auf der Welt, glaube ich. So also ein Markenzeichen, wie bei Stone Island halt dieser Patch auf dem Ärmel. So. Die Jacke ist tatsächlich auch das Erste, was ich gedacht habe, wo ihr meintet CP Company. Die Jacke nennt man auch Mille Miglia, also 1000 Meilen. Das kommt daher. Die Rallye Mille Miglia ist ein traditionelles Oldtimer-Rennen im italienischen Norden. Nee, wir meinen so reiche Autofans, die mit dem Luxusschlitten flexen. 1988 stattet CP Company jeden der Fahrer mit einer Goggle Jacket aus. Perfekter Match. Viel Stauraum, schön trocken und warm, guter Windschutz bei optimaler Sicht. Dicker Bonus, durch das dritte Glas im Ärmel können die Rennfahrer ihre Uhren ablesen. Diese wusste ich nicht, das ist ja richtig krass, Alter. Ich dachte, das ist random dahin gemacht einfach. Ich war mir nicht sicher, ob das vom Piloten von diesen Propellerflugzeugen ist früher. Diese Story habe ich auch gehört. Oder jetzt mit Rallye ist natürlich auch sehr plausibel. Damit die Uhr ablesen können, ohne dass die Uhr verlässt wird. Es heißt ja, man soll immer dann gehen, wenn es am schönsten ist. Hat er ziemlich ernst genommen. Nach der Goggle Jacket verlässt Osti die Firma, um sich auf andere Projekte zu konzentrieren. Was ein Playboy, ja. Ich hab's gesagt, der Typ ist ein Motherfucker, Mann. Du bist der King, Digi. Ich geb mir Dokus über dich, Mann. Ich glaube, das Zeug mies von Stärke, so. Vielleicht war es schlau von ihm, weil er sich so auf andere, krassere Projekte konzentrieren konnte. Aber auch irgendwie ein bisschen unverständlich, weil er hat ja einfach so seine Marke, die gerade am Aufpoppen ist, so ein bisschen hinter sich liegen lassen. Genau, wo das Beste dazu kommt, verlässt er die Firma. Zeig mir einen Motherfucker, der krasser ist wie der. Alleine Stone Island und CP, was er für einen Einfluss damit hatte. So, weißt du, was ich meine? Er hätte auch danach einfach auf seinen Landsitz gehen können und schaukeln. So. Neuer Chefdesigner wird bald Moreno Ferrari. Der entwickelt weiter, was Osti angefangen hat. Und zwar mit der Urban Protection Line. Also einfach Techwear für die Großstadt. Neben einem Parker mit Noise Cancelling gibt es Kleidung mit Sicherheitsalarm, Warnung vor Luftverschmutzung, integrierte Taschenlampe, Diktiergerät, Smog-Schutzmaske und sogar mit einem klappbaren Alu-Tretroller. Damit sieht man aus wie ein Geheimagent oder wie ein paranoider Alu-Hutträger. Hatte der auch irgendwie einen Job bei der NASA oder so? Ich finde, man sieht schon ein bisschen eher aus wie ein Vollidiot, wenn man auf einmal einen Klapproller in seiner Jacke hat. Bruder, übertreib, Alter. Ja, ich bin ja CP-Fan, deswegen nehme ich den Geheimagenten. Man könnte sogar sagen, CP Company macht Kleidung für die Postapokalypse. Mit dieser Gimmick-Fashion war CP schon oft ihrer Zeit voraus. 2020 zum Beispiel wurde diese Jacke von Moreno Ferrari neu aufgelegt, mit eingebautem Mundschutz. War natürlich nicht geplant, aber perfektes Timing für Corona. Vielleicht hat er Corona gebracht, damit Leute diese Jacken kaufen. Also wirklich Zahn der Zeit perfekt getroffen. Manchmal kann Timing schon stimmen, Digga. Manchmal ist dieser Schnickschnack aber auch ein bisschen goofy. 2000 droppt CP Company die Transformables. Westen und Jacken werden zu aufblasbaren Kissen und Sesseln. Ein Regencape zum Lenkdrachen oder zum Zelt. Ja, braucht man auch alles. Zelt für Splash, sei ehrlich. Wie krass wäre das, Digga? Die Inflatables, Alter, die Incredible-Klamotten. Hast du deine Jacke, Digga? Einfach ein Zelt. So krass, dass man jetzt wirklich die Marke nur kennt von den Brillen. Also ist ja schon ein bisschen traurig, dass man sie nur von da kennt. Na gut, das kommt vielleicht fresh bei Seven vs. Wild. Aber als aufblasbarer Sessel im Club ist das doch eher ein weirder Move. Wie CP den Sprung in die Street-Culture geschafft hat? Wahrscheinlich auf dem gleichen Weg wie Stone Island. Ihr erinnert euch. Erst Paninaro, dann Hooligans. Die haben CP auf den Auswärtsfahrten in Läden gekauft und dann nach England genommen. Ich glaube, alles, was teuer ist und sowas im Finale liegt, dass man es rackt. So. Das ist auch perfekt für die Hooligans. Sieht man dich nicht, aber du siehst was. Erinnert mich ein bisschen jetzt an dieses von den Klimaaktivisten, die so Gucci und so angesprayt haben. Was ja eigentlich für die Marke voll geiler Move ist, weil jeder meinte ja auch, eigentlich sehen die Läden voll krass aus. Also man könnte auch denken, dass das extra war. Da wird die Marke zum Statussymbol, erst in Stadien und dann auf den Straßen. Aber was mit Hool zu tun hat, ist in der britischen Öffentlichkeit sofort vorbelastet. Also da habe ich auch das erste Mal
CP wahrgenommen auf jeden Fall im Stadion. Zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt, wenn Leute in CP oder Stone Island gesehen hast, das Stadion näher, dann konntest du die auf jeden Fall schon einer gewissen Randgruppe zuordnen. So. Die sind sich ja alle gegenseitig bewusst, was geht und was die Konsequenzen sein könnten oder sind. Da finde ich, muss dann nicht noch die Polizei mit agieren. Keine Ahnung. Die Goggle Jacket und ihre britischen Copycats sorgten Mitte der 2000er für hitzige Debatten. Zu dem Zeitpunkt gab es eine Art Panik vor vermeintlich kriminellen Jugendlichen wegen Messerkriminalität. Die Debatte gibt es bis heute. Das ging so weit, dass man die Kids sogar Hoodies genannt hat. Mit Goggles in den Kapuzen wirkt das für viele noch bedrohlicher. Die Vermutung, die Goggles dienen zum Schutz vor Überwachungskameras und Augenzeugen. Manche Malls in UK haben dann einfach Hoodies verboten. Also wenn ich eins sagen kann, dann dass die meisten Goggles nur runtergeklappt werden, um coole Fotos zu machen. Also wenn du die Klamotten getragen hast, wurdest du automatisch als Krimineller bezeichnet. Also wenn du die jetzt beim Übi trägst oder sowas, kann schon scheiße sein, wenn deine Kapuze verrutscht und du hast auf einmal ein Auge hier und eins da. Macht total Sinn, dass die Marke so Streetwear geworden ist. Sobald du die Jacke richtig aufsetzt, bist du komplett verdeckt. Hier ist ja der Vorwurf quasi, dass das irgendwie ein geplantes Element zur regelmäßigen Vermummung ist. Glaube ich, würden sich die Leute sinnvollere Sachen einpacken, als jetzt die ganze Zeit die Dinger rumklappen und wieder hoch. Politiker warfen den Brand sogar vor, Kleidung für Kriminelle zu machen. Und die Zeitung Times nannte die Goggle-Hoodies Burka für Jungs. Bro, was? Das mit einer Burka zu vergleichen, ist richtig komisch, Alter. Ist einfach komplett racist und weird, Alter, sowas zu sagen. Den Kampf gegen die Goggles hat die britische Öffentlichkeit wohl verloren, weil CP Company ist beliebter als je zuvor. Einen großen Anteil daran hat britischer Rap, genauer gesagt Grime. Das Genre hat sich Anfang der 2000er im Londoner Osten entwickelt. Und die Szene-Stars bewiesen schon früh modisches Bewusstsein. Erst ein paar Jahre später gelingt Grime der Sprung in den internationalen Mainstream. Ganz vorne mit dabei Skepta, Stormzy und CP Company. Der Hype bringt Stormzy in das legendäre TV-Format Later with Jules Holland. Sein Outfit, Tracksuit plus Goggle-Mütze. Und jedem Opa vom Fernseher zu Hause wird klar, CP Company gehört zur Uniform der Londoner Straßenkids. Selbst auf dem Cover des legendären ID-Magazins zieht Stormzy sich die Goggle-Beanie übers Gesicht. Das ist so krass, wie viel Einfluss Rapper haben. Du musst ein paar Mal einfach den gleichen Hoodie oder die gleiche Mütze tragen. Es wird direkt dein Markenzeichen plus die Marke explodiert. Bei den Kapuzen, das so runterzumachen, ist auf jeden Fall deutlich einfacher und praktischer. Die Mütze ist eigentlich richtig dämlich. Die Goggles sind falsch rum. Also wenn du die umklappst, hast du ja die Außenseite von den Goggles auf deinen Dings. Du kannst sie nicht auf easy so runterklappen, sondern du musst sie quasi ausziehen, dann so alles runterklappen und dann kannst du sie wieder anziehen. Dann siehst du aber aus wie ein Vollidiot, weil die so oben lang ist. Grime erlebt eine zweite Blüte und Parallel dazu die italienische Brand auch. CP checkt ihre Zielgruppe. In den letzten Jahren gab es Kampagnen mit Reggie Snow, Slow Tie und auch Louvre ist in deren Insta-Feed schon aufgetaucht. Mittlerweile ist die Marke, by the way, wieder richtiges Familienbusiness. Aktueller Präsident Massimo Ostis Sohn, Lorenzo. Lorenzo, noch ein Fratelli. Sie haben nicht mal eigentlich so Vetternwirtschaft, sondern wirklich dieses gezielt suchen irgendwie und da weitermachen, wo der halt aufgehört hat. Das ist schon geil. Er konnte es dann noch mal geiler vermarkten, weil er so die jungen Leute und so viel besser verstanden hat. Würde mich als Vater oder als Mutter in dem Fall auf jeden Fall sehr stolz machen. Papa würde sagen, Baba, mein Sohn, gut gemacht. Unter ihm gab es in den letzten Jahren krasse Kollabos. Unter anderem mit Adidas, Armani und Palace. Deren Gründer Lev Tanju sagt sogar, die Familie Osti hat praktisch alles erfunden, was ich gerne trage, außer Flipflops. In letzter Zeit ist CP Company auf den Straßen in fast jeder Großstadt zu sehen. Das schlägt sich natürlich auch im Rap nieder. In der italienischen Heimat, auf fernen Kontinenten und auch bei uns in Deutschland. I miei poto vi hanno una tuta di CP Company, bianca Schau CP Company, mi schau CP Company, lunga di CP Company, CP Company. PS4 mit der Song. Damit ihr die Songs nicht vergesst, folgt mal unserer Spotify-Playlist. Folgt mal der Spotify-Playlist, Mann. Wie sich die Brand hierzulande etabliert hat, lässt sich nicht ganz genau sagen. Also wie wir es immer machen, einfach den Amis nachmachen. Natürlich auch, weil man ein bisschen so das auch beim Fußball manchmal gesehen hat und so. Meine erste Assoziierung ist definitiv die Fußballwelt. So. Und da gab es definitiv auch schon eine erste Subkultur oder eine erste Szene, die auf jeden Fall in der breiteren Masse diese Jacken getragen und gefeiert hat. So. Alle finden immer alles geil, was Hooligans anhaben oder hatten oder keine Ahnung. Bei Etablieren sprechen wir auf jeden Fall irgendwie von Ankommen von der Marke. Und ich glaube, das ist jetzt definitiv durch Rap passiert. Vermutlich ist es eine Mischung. Einige haben die Goggles bestimmt im Stadion gesehen. Schließlich gibt es ja auch viele prominente Fußballfans. Haben wir ja eine Folge zugemacht. CP Company ist bis heute fester Teil der Hooligan-Culture. Andere haben die interessanten Kleidungsstücke von Osti vielleicht im Vintage-Store entdeckt und schließen damit auf eine Art auch den Kreis. Denn ohne Zufallsfunde auf der Jagd nach besonderen Pieces wären Ostis Designs wahrscheinlich nie so krass geworden. Also aus dem Archiv straight in die Zukunft. Natürlich wird CP auch auf TikTok gehypt.
Mehr Techwear als Gobcore. Und nach dem Hype um Stone Island auch einfach ein bisschen nerdy Alternative. Sogar bei H&M gibt es anscheinend Gagelmützen. Eindeutig inspiriert von Mille Miglia. Hä? Massimo, meld dich jetzt bei H&M, Mann. Das war zu viel, das war doch 1:1. Also wenn ich an deiner Stelle wäre oder an deinem Sohn seine Stelle, Bruder, ruft er an. Normie H&M-Kunden kennen vielleicht Massimo Osti nicht, feiern den Style aber trotzdem. Und auch Grime dürfte immer noch ein Faktor sein. Wenn Shorty zu Skepta ins Berghain geht, sieht sie auf der Bühne Goons in Goggle Jackets. Mittlerweile tragen natürlich auch deutsche Rapper CP in Musikvideos, auf Insta und bei Hype Culture. Klar, dass auch die Fans auf den Film kommen. Fakt ist, CP Company kommt Hand in Hand mit ganz verschiedenen Hypes. Kein Wunder. Schließlich hat Massimo Osti die Mode revolutioniert, quasi im Alleingang italienische Sportwear erfunden und den Gobcore-Hype mit der urbanen Techwear komplett vorweggenommen. Seine Innovationen sind bis heute gang und gäbe, von Farbtechniken bis zur Archivarbeit mit Funktionskleidung. Also ich ziehe meinen imaginären Hut vor diesem Typen, was er sich einfach alles einfallen lassen hat. Ich glaube, wir würden alle ein bisschen anders aussehen, wenn es diesen Typen nicht gegeben hätte. So, ne? Man hätte ja nicht wissen können, dass so Vintage noch mal so einen Hype kriegen wird irgendwann. Und ich meine, jetzt gerade in den letzten Jahren haben ja so Second-Hand-Shops und so richtig noch mal Hype gekriegt. Und damit hat er ja wirklich voll den Zahn der Zeit getroffen. Am Ende des Tages ist eh die Frage, wer die Gagels wirklich aufsetzt. Für die meisten sind sie wahrscheinlich nur ein geiler Flex. Und das ist auch okay. Wenn es am Ende sogar hilft, den Weltuntergang zu überleben, umso besser. Sagt mal, in was soll sich eure Jacke verwandeln und worüber sollen wir das nächste Video machen? Schreibt's in die Kommis. Eine Booth wäre unnormal krass. Ich will so aufblasbare und dann sind es so Baggies und da, die füllen sich von selber mit Kelly, so wisst ihr schon. Stell dir vor, du machst so Elektroschocker rein oder so. So Machete kommt raus. Wow! Ich muss mal mit Ferrari Kontakt aufnehmen. Wenn ihr jetzt vor lauter Weltuntergang was Romantisches braucht, schaut das Video von unserer Freundin Parshad, Rentner verkuppeln Singles, kann jeder mal gebrauchen.